Grüß Gott, liebe Zuschauer, Sie sind heute wieder in der E-Bike-Erlebniswelt von Erhard Mott in Lauda. Wie Sie sehen an unserem Kaminfeuer, es ist mittlerweile Ende November. Wir schüren natürlich hier mit Lauda Holz und ich möchte nämlich nicht die Ölscheichs unterstützen. Das gehört auch zu meinem Konzept für Öko und E-Bike und so weiter und so weiter. Zu Gast ist heute der Herr Frankenschwann. Schönen guten Tag, Herr Mott. Ja, der Herr Frankenschwann, der heißt so, wie wir alles hier sind, ein Volksstamm der Franken. Ich habe heute extra meine fränkischen Hosenträger angezogen, ne, dass er sich dann hier ganz zu Hause fühlt, der Herr Frankenschwann. Aber Sie wohnen nicht mehr in Franken, sondern Sie hat es verschlagen, gell? Ja, unsere Familie hat es verschlagen nach Düsseldorf, ins fröhliche Rheinland, wo man Karneval und die Fortuna Düsseldorf befeiert. Und ich habe ein E-Bike mir gewünscht und habe es entdeckt hier bei Erhard Mott Lauda im lieblichen Laudertal. Entschuldigung, Taubertal, im lieblichen Taubertal. Im lieblichen Taubertal. Ja, so jetzt. Und das bei der E-Bike-Erlebniswelt. So, es ist also nicht ungewöhnlich, dass Kunden aus ganz Deutschland zu uns kommen, denn wir finden Lösungen, die es sonst selten irgendwie gibt. Sie sehen, der Herr Frankenschwann liebt offensichtlich die Farbe Gelb. War das schon immer so bei Ihnen? Also kräftige Farben, das ist angenehm für mich. Viele finden das zu unruhig, ich finde es belebend, ich finde es auffällig. Sicherheit und einen gewissen Diebstahlschutz erhoffe ich mir daraus. Ja, also nicht nur Diebstahlschutz, sondern auch im Verkehr ist man dadurch schon schneller zu erkennen. Er ist nämlich ein Pendler und muss oder möchte täglich zur Arbeit fahren. Ja. Und die Wegstrecke, wie ist denn die dann? Also die Wegstrecke wird eine Strecke ca. 22, 23 Kilometer sein. Es ist zweimal durch Waldstücke und am Rhein entlang, allerdings auch viel über normale Strecken, viel über Fahrradwege mit Ampelschaltungen, so dass also weniger ich sehr schnell fahren werde, sondern wirklich alltäglich ganz normal fahre, um eben von A nach B zu kommen. Das soll natürlich möglichst viel Freude machen. So, also das gelbe Rad macht also durchaus Sinn. Dann werde Sie auch ab und zu mal gefragt, wer das sind Sie von der Post? Das sind blöde Leute, die das brauchen, ich sage es Ihnen gleich. Die haben das noch nicht kapiert, um was es eigentlich geht. Ja, müssen Sie ja auch nicht. Nee, das müssen Sie ja nicht. Wir haben auch das Licht auf Dauerlicht geschaltet, sieht man das gerade. Ne? Also wenn Sie, ja, ich zeige es mal gerade, das unterstützt noch einmal zusätzlich die Sicherheit. Man kann hier das Licht, das ja über den Bordakku gespeist wird, kann man dauerhaft einschalten, sodass er auch tagsüber besser gesehen wird. Denn der Herr Frankenschwann ist auch Motorradfahrer. Und auch beim Motorrad ist es heute Pflicht, ne, mit Dauerlicht zu fahren. Dauerlicht zu fahren, das ist richtig, ja. Ja, ja, weil man einfach erkannt hat, so eine schmale Silhouette von einem Motorradfahrer wird nicht so schnell gesehen wie von einem Auto. Und mit dem E-Bike ist es das Allergleiche, nur an die denkt man halt noch nicht. Ich habe aber die Erkenntnis gekriegt, bei den vielen Unfällen, die es gibt mit E-Bike-Fahrern, sind mitunter auch Autofahrer schuld, die den E-Bike-Fahrer einfach nicht wahrgenommen haben im Verkehr. So, aus dem Grund, Dauerlicht. Zum Thema noch einmal mit Ihren Querfeldeintouren, nee, Querwald. Es sind Waldwege, geschottert, aber auch teilweise nicht geschottert und von daher habe ich direkt Wert auf gute Reifen, breitere Reifen, profiliertere Reifen gelegt. Also das eine ist, das Rad soll ja schnell sein, 22 Kilometer einfach, die Wegstrecke, das ist eine Ansage. Zum anderen soll er aber auch mehr oder weniger geländetauglich sein. Wir haben uns für den Reifen Mondial entschieden von Schwalbe. Der kann sowas, der ist also sehr schnell und hat ein gutes Profil. Der ist eigentlich für Weltumrundungen ist der konstruiert. Also mit der Zeit kriegt ihr dann auch die Strecke zusammen. Ne? Also ja. Wenn Sie jetzt noch eine Zeit lang so fahren, jeden Tag 44 Kilometer, ja, sind Sie irgendwann um die Welt gefahren. Das kann dann möglich sein. Ja, ja. Der Herr Frankenschwann, der fährt jetzt also mit seinem E-Bike 22 Kilometer zur Arbeit, nicht weil er sich kein Auto leisten könnte oder weil Sie ihm der Führerschein abgenommen haben. Nein, haben Sie nicht. Was für ein Grund ist es denn eigentlich? Es ist auch der Grund der Fitness.
Ich wiege zu viel, auch wenn ich mit 1,96 relativ groß bin. Ich will einfach Kilo um die Mittellage, wie es beim Mann üblich ist, abnehmen. Und deshalb tue ich mir das gerne an, einmal 22 oder 23 Kilometer am Tag zu fahren. Denn das macht Spaß. Und davon bin ich überzeugt. Sie haben gerade eben gemerkt, also Männersprecher erstens sind gern vom Alter und zweitens auch nicht vom Gewicht. Aber so dick sieht er gar nicht aus. Können Sie sich mal hinstellen? Ich finde, er hat eine ganz gute Figur für sein Alter irgendwie, gell? Und ich stelle mich jetzt einmal hin, guck so. Ja, einziehen kann ich auch. Ah, die Brust muss nur raus und dann fällt der Bauch von alleine neu. Also, guck mal. Ja, aber das ist trotzdem zu viel. Es ist zu viel. Ja. 120 Kilo sind auch bei der Länge zu viel. Jetzt habe ich es gerade verraten. Ja, ist ja auch kein Geheimnis mehr. Also, Sie wollen mal auf wie runterkommen? Also, 10 Kilo wäre schon gut. Ja. Mehr wäre besser. Aber da weiß ich, dass das einfach sehr schwer ist, weil ich auch gerne gute Sachen esse. Nicht nur das, ich sehe dann auch ein bisschen zu dünn aus. Das ist, kommt für einen Mann auch nicht gut so asketisch. Das ist, wenn man so ein dürrer Kerl ist. Ja, nee. Das nein, man muss ja ein bisschen so ein bisschen was, ja, was darstellen, gell? Ja, so als Franke. Als Franke wahrscheinlich dann schon, ja. Die waren ja ohnehin immer ganz gut dabei. Also, die Bewegung wäre ja dann praktisch, sagen wir mal, runde 2 Stunden am Tag auf dem E-Bike. Super. Ja. Also mit diesem Vorsatz brauchen Sie in kein Fitnessstudio, nein, brauchen Sie nicht mehr. Sie brauchen nicht irgendwelche komische Sachen zu machen, irgendwo in einer Halle, wo es irgendwie nicht gut riecht, sondern Sie sind im Freien. Im Freien, ja, ganz genau. Ich beneide Sie fast drum. Ich habe es mal auch probiert, es klappt, 1,5 Stunden. Ich habe einen Brompton, da strampelt man richtig viel. Die englischen Falträder, ne? Die Faltfahrräder. Mhm. Sehr praktisch zum Mitnehmen, aber um wirklich Geschwindigkeit aufzubauen, da ist das einfach wesentlich angenehmer, schneller und auch sicherer, weil ich mit meinem Gewicht eben auch über die maximal zulässige Gesamtzahl komme. Von so einem Faltrad? Ne? Von so einem Faltrad, ja. Komme ich richtig drüber. Mhm. Wenn wir schon mal bei Ihrem Gewicht sind und überhaupt, das Rad ist jetzt sehr individuell für Sie. Ja. Konfiguriert, sagt man ja heute, zusammengestellt. Zusammengestellt. Und zwar, wenn man mal so von vorne her anfängt, also wir sehen hier, da ist eine Scheibenbremse drin von Shimano, eine XT-Scheibenbremse. Es gibt heute 2 hervorragende Bremsen, das ist die andere wäre noch eine Magura, egal. Hier ist jetzt die Shimano XT drin, mit der haben Sie maximale Verzögerungswerte, ohne dass Sie hinten am Hinterrad abheben. Probieren Sie es mal, also die ist sehr gut dosierbar. Mhm. Zum Nachstellen zeige ich mir Ihnen noch, da gibt es eine Rädle und wenn man dann viel bremst, dann kann man hier beim Fahren direkt kann man dann den Druckpunkt hier wieder einstellen. Neuerdings verwenden wir auch eine Federgabel, die man blockieren könnte. Also man drückt hier eine Hebel runter und dann ist die starr. Fragen Sie mich nicht, wozu das gut ist. Ich fahre nur mit Federung, aber manche Hersteller, mhm, Federgabelhersteller bieten es einfach an. Und jetzt ist es halt einmal dort. So, der Scheinwerfer, den der Herr Frankenschwann sich ausgesucht hat, ist ein 150 Lux Scheinwerfer von Busch und Müller. Der ist ja enorm hell, gell? Ja, erschreckend hell. Ja, da müssen Sie ihn halt ein bisschen runterstellen, wenn Sie die Autofahrer erschrecken damit. Ansonsten, wenn Sie nämlich nachts, und das war die Idee, durch diesen Wald fahren, man weiß ja nicht, was da nachts sich alles rumtreibt in so einem dunklen Wald, oh, gell? Ja. Da kann ja alles Mögliche sein und da muss dann alles ausgeleuchtet werden. Also dieser Scheinwerfer leuchtet weit vor, er leuchtet aber auch direkt runter, wenn irgendwas drüber ruscht, Mäusle oder so. Und auch noch ein bisschen so breit, sodass er dann quasi durch einen Glocke hell erleuchteten Wald durchfährt. Sehr gut. Ja. Dann sehe ich wenigstens, wo ich hinfahre. Im Wald auch. Ja, im Wald hat man schon, kann man sich sehr schnell auch verfahren, gell? Aber Sie kennen ja dann die Strecke, nehme ich an. Doch, die Strecke bin ich schon mal gefahren, aber wer weiß, was kommt. Ja, ja, Nebel vielleicht noch und alles Mögliche und schon hat man sich verirrt, gell? Der Hänsel verirrt sich auf einmal. Vielleicht finde ich die Gretel dann. Die frierende. Ja, ja, dann den Lenker hier, dann haben wir etwas sportlich gewählt. Also das Ganze, die Sitzposition soll so sein, bei 22 Kilometer
ganz aufrecht fahren, da kommt man nicht so richtig in die Gänge. Also leicht sportlich, nach vorne geneigt, aber doch bequem. Ledergriffe, sehe ich daneben, sind eine fantastische Sache. Denn der Schweiß bei der Hand, im Sommer zum Beispiel, wenn sie fahren, wird er gut absorbiert. Sie kleben nicht und so und nehmen die Feuchtigkeit auf. Sie fahren auch mit einer Nu-Vinci-Schaltung, gell? Ja. Das haben Sie sich schon überlegt. Heißt übrigens jetzt Enfiolo. Also hier steht noch Nu-Vinci, aber da gibt es im Moment so eine Namensänderung. Mhm. Enfiolo, Nu-Vinci. Was hat Sie denn dazu bewogen für diese Schaltung? Bewogen hat mich eigentlich, dass ich mich nicht auf eine Automatik verlassen wollte, in dem Sinne. Ich wollte selber schalten. Das möchte ich gerne definiert haben, das möchte ich exakt haben und genau. Das war mir bei diesem Modell wichtig und das leistet die Schaltung. Und das war für mich entscheidend. Und sie ist eine Getriebeschaltung, das heißt, wir haben hier ein stufenloses Planetengetriebe in einem Ölbad. Das Ganze ist gedichtet, das ist wartungs- und verschleißfrei. Gehen Sie mal davon aus, dass Sie dort damit um die Welt rumkommen, ohne dass es irgendwie jetzt große Arbeiten dran gäbe. Dann gewählt haben wir einen 500 Wattstunden Akku, der sehr schön integriert ist hier da in dem Unterrohr von unserem Tauberrad. Dann kommt der Bosch Performance CX Motor, der stärkste. Wir haben Ihnen auch den EMTB Modus drauf gespielt. Ich habe vorhin geguckt. Und das bedeutet? Das bedeutet, Sie brauchen, wenn Sie jetzt ein schnelles Tempo fahren, so zur Arbeit, brauchen Sie nicht permanent hier mit dem Taster den Fahrmodus zu ändern, je nach Geschwindigkeit und so weiter, sondern Sie schalten auf den EMTB-Modus und durch die Veränderung vom Pedaldruck fahren Sie zwischen dem Modus oder Kraftbereich des Motors zwischen Tour, Sport bis Turbo. Oh, sehr gut. Also das heißt, ein bisschen mehr Neidrede und schwuppdiwupp sind Sie bei 27 km/h. Sie können aber auch in der Stadt den Tritt zurücknehmen und gleiten dann so sanft durch die Städte, durch über die Straßen. Gerade hat übrigens das Licht ausgeschaltet, weil wenn man zu lang quatscht, dann schaltet der Motor ab. Gell? Also beim Fahrer passiert das natürlich nicht, sondern nur im Ruhezustand. Okay. Was wir hier sehen, sind große Pedale. Die haben wir aus dem Grund gewählt. Sie haben eine Schuhgröße von 48. Ach, so groß sehen die gar nicht aus. Ja, die sehen etwas kleiner aus, die Schuhe, aber es bleibt bei 48. In Ordnung. Was ich noch nie verstanden habe, ist, warum man eigentlich solche schmale Pedale macht an den normalen Fahrrädern, so ganz schmale Dinger. Denn immerhin, man steht ja drauf und wenn es dann so eine schmale Trittfläche ist, dann würde sich ja der Schuh die ganze Zeit beim Drehen durchbiechen, denn die Kraft wird ja eingeleitet hin durch den Wader da. Und dann würde das so gebogen werden. Also sie würde dann erstens das Fußgewölbe belasten, zum anderen bringen sie gar nicht die ganze Kraft, die Drehkraft aufs Pedal. Bei dem Breite pedalt sie die Sache anders aus. Da kann er mit jedem x-beliebigen Schuh fahren und steht großflächig auf dem Pedal. Das wird ihnen ziemlich viel an Performance bringen. Man sagt halt Performance. 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 Sehr gut. Daneben haben wir die legendäre Beischul-Sattelstütze G2. Die ist so massiv konstruiert, das sind 3D geschmiedete Teile. Gibt es nur zwei Hersteller, habe ich mir sagen lassen, vom Schulz. Der Marco Schulz, das ist so ein alter Pionier, so wie ich auch. Und also das würde auch bedeuten, da wird auch nichts ausschlagen. Ich habe noch nie so eine Sattelstütze gesehen, die durchs Gewicht und durch die Belastung irgendwie gewackelt hätte oder so. Und man kann auch die Federn einstellen entsprechend ihrem Gewicht von 120 Kilo, haben wir gesagt. Sollte sie mal wesentlich leichter werden, dann kann man auch diese Feder austauschen und kann dann da eine für ein geringeres Gewicht. Ansonsten, wissen Sie, es frage ich Sie was, ist das eine progressive Feder oder eine lineare Federung? Das sieht mir nach linearer Feder aus. Ja, es ist aber eine progressive. Oh, gut. Ja, und wissen Sie den Unterschied zwischen progressiv und linear? Ja, sie fängt, glaube ich, mit einer weichen Dämpfung an und wird dann immer härter. So, und das ist die progressive, genau. Und das erkennen Sie dort dran, dass es eine kurze Feder ist. Ah, gut. Weil die sich ziemlich komprimiert, ne? Also wenn sie eintaucht und je weiter die zusammengeht,
umso härter wird das Ding. Also ich probiere es jetzt mal. Und jetzt geht schon nichts mehr. Okay. Das verhindert das Aufschwingen bei hoher Geschwindigkeit. Also ein Sportwagen zum Beispiel, ein Sportwagen oder Auto, also es gibt ja auch noch Autos, so schnelle Dinger. Also wenn die dann mit über 200 über die Autobahn fahren, ne, dass die nicht abheben und sich aufschwingen, haben die ein hartes Fahrwerk. Ja. Und das ist so ein progressives Fahrwerk. Und wäre das ein lineare Feder, dann wäre die lang, so lang vielleicht. Mhm. Ja. Und wäre hier versteckt. Und mir ist es doch schon selber oft passiert, dass bei schnellen Bergabfahrten, wenn die Straße etwas uneben ist, dass dann der Körper sich so richtig aufschwingt, hat es mir sogar schon die Füße von der Pedale runtergehoben. So im Effekt ist das. Also aus dem Grund ist es richtig gewählt. Schloss haben wir auch gleich dran. Und hier so eine Platte, Klickfix-Platte, damit man mal eine Deschle oder so drauf machen kann. Ja. Nehmen Sie was mit auf die Arbeit? Ja, ich nehme meistens mein iPad mit. Ein was? Ein iPad. Also das heißt, ein Laptop zum Beispiel ein auch. Klapprechner. Ein kleiner Klapprechner. Wir sind doch in Franken. Klapprechner. Gut. Also ich nehme einen Klapprechner mit. Gut. Ich nehme was zu essen mit. Ich nehme dann vielleicht auch mal Regenkleidung mit, was zu trinken. Das heißt, eine 1-Liter-Flasche. So, und das muss mit jeden Tag. Ja, das macht durchaus Sinn. Also haben Sie sich das schon rausgesucht bei uns? Nein, da kommen wir noch gleich. Ah, das machen wir dann nachher. Ja. Gut, haben wir ja alles da, Tasche und so weiter. Ich würde sagen, das Gesamtkonzept des Tauberrads für den Herrn Frankenschwand, das ist das Modell Sport übrigens, Sportherren, das haben wir jetzt einmal erörtert. Das ist alles stimmig, alles passt. Wir machen jetzt noch ein paar Feinheiten, dann machen Sie noch eine Probefahrt nachher. Oh ja. Da so im Kreis rum vielleicht, oder man könnte mal einen Berg auch hochfahren. Aber heute ist es unwirtlich draußen, es ist ja kalt. Mal sehen, was wir noch machen. Also bleiben Sie dran. So, wir haben uns jetzt nochmal miteinander unterhalten und ich habe nochmal versucht rauszukriechen. Wie ist die Situation, wenn Sie zur Arbeit fahren? Was müssen Sie mitnehmen, gell, täglich? Wie ist denn da die Abstellmöglichkeit? Wie sicher ist es da? Und der Herr Frankenschwann hat mir da Dinge erzählt. Der ist also da in einem tiefen Keller drin und da treibt sich alles Mögliche rum an Gesindel und die stehle fürchterlich Fahrräder, E-Bikes, Autos, Motorräder. Und jetzt haben wir uns ein Sicherheitskonzept haben wir uns überlegt. Also die Farbe Gelb schreckt schon einmal ab, die meisten. Es sei denn, sie haben eine Sonnenbrille auf, was ja oft diese Gangster haben. Gell? Die haben immer so eine schwarze Sonnenbrille auf, auch im Keller. Also der erste Schritt war der, das Rad muss an etwas angeschlossen werden. Und da gibt es tatsächlich eine Eisensäule, ne, so ein Ding. Ja. Und da muss dann das Rad angeschlossen werden, also das ist jetzt 1 Meter lang, 8 mm stark ist das Material. Ja. Da muss also schon einer böse Absichten haben, wenn er das durchkriechen will. Böse Absichten. Und das legt man dann da so um diesen Stahldinger rum und steckt es dann tschack, einfach rein. Und jetzt ist es abgeschlossen. Damit ist es abgeschlossen. Ja. Und versichert. Und versichert, wenn man die Versicherung abschlossen hat. Also ja. Abschließend dann. Wenn Sie es mal kurz aufmachen. Ja. Also man sieht, wie schnell das geht. Man kann auch daneben nochmal gerade zumachen, das Riechele, und schwuppdiwupp ist es wieder weg. Also, das daneben gehört zum Sicherheitskonzept. Was übrigens auch die E-Bike-Versicherer möchten, dass das E-Bike angeschlossen ist an einem festen Gegenstand. So, und dann haben wir uns für das Teschle entschieden. Unser bewährtes Turino-Teschle. Links und rechts kann man runterklappen, weil er muss ja immer seine Rechensachen mitnehmen. Unterwegs mal zu Standards immer da drin. Das Werkzeug, das ich nachher noch kriege von uns, gell, den Imbusset. Und hinter kommt dann die große Trinkflasche rein. Mit 1,5 Liter. Ich nehme mal gerade meinen guten Apfelsaft. Mal gucken. Das ist so eine Flasche, die Sie haben, ne? Aus Metall. Ja. Die Sie sich immer... So. Wunderbar. Siehst du? Also passt neu. Und das Ganze mit Regencape. Da drüber dann. Ja. So. Und an was haben wir noch gedacht? An einen Spiegel. Denn... Der Herr Frankenschwann, der fährt ja auch Motorrad und da hat er einen Spiegel, wo er reinguckt. Das ist man gewöhnt als Motorradfahrer, ja, gell? Das muss irgendwie sein, sonst fehlt was. Ja, und
Und wir haben da einen wunderschönen Spiegel, der ist übrigens vom gleichen Hersteller wie der Lenker und Lenkervorbau. Ercotec steht drauf, dahinter steckt aber die Firma Humpert, die Deutsche. Und dieser Spiegel hier, der ist hier aus dem geschmiedeten Teil gemacht. Das sieht echt sehr elegant aus, gleiche Oberfläche. Und hier dieses Spiegelglas, das ist asphärisch. Also das ist in sich so ring gebohrt, sodass man dann nach hinten mehr sieht. Die sind auch zugelassen für 45 km/h E-Bikes. So haben wir an alles gedacht. Wir haben an alles gedacht. Und jetzt müssen wir fahren. Noch gerade Proberunde, damit ich sehen kann, ob sie das auch alles so... Ob ich überhaupt fahren kann? Ja. Gut, okay. Sieh, ich habe schon alles erlebt. Ja? Ich habe schon alles erlebt. So, okay, also dann. Gut. So, es ist jetzt gerade ein bisschen verkehrsarmer. Sie können einfach da auf dem Platz fahren, so eine kleine Runde drehen und ich gucke, wie Sie drauf sitzen. Mach ich. Dann kann ich das beste beurteilen. Sehr gut. Also der Kenner sieht jetzt ganz genau, er sitzt zu nieder. Aber er will nicht so. Sie wissen, dass ich schon wieder sitze, gell? Wir können es noch höher stellen. Ja, wir können es noch höher stellen. Ja? Sollen wir mal? Oder wir können gerne es mal ausprobieren. Ausprobieren. So, sehen Sie das Werkzeug, ich werde Sie gleich auch noch dann von mir kriegen. Sehr schön. Als persönliches Geschenk. Oh, doch. Ich liebe mein Werkzeug und darum verschenke ich es. So, jetzt öffne ich da mal. Ich gehe mal mindestens so viel höher. Sie kommen dann natürlich nicht mehr so bequem mit den Füßen auf den Boden. Gut. Aber es geht nur darum, wenn Sie die Strecke fahren, von 22 Kilometern, dann müssen Sie richtig sitzen. Ja. Man steigt einmal auf und einmal ab, normalerweise. Gell? Normalerweise. Schauen wir mal. So, jetzt ist aber hoch. Ja, das ist hoch. Gut, okay. So. Ah, jetzt sieht schon gut aus. Ah, das sieht jetzt wesentlich besser aus. Ja, fühlt sich auch besser und angenehmer an. Ja, wir könnten, wenn Sie wollten, mit dem Lenker noch etwas weiter vorkommen. Dem verpassen wir jetzt mal einen längeren Vorbau. Also einen Lenkervorbau meine ich natürlich. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin noch nicht zufrieden. Und zwar, der Lenker, der ist noch dadurch, dass er leicht nach hinten abgeknickt ist und noch ein bisschen weit unten ist. Ich werde jetzt noch einmal den Lenker umbauen, das lohnt sich einfach. Weil die Sitzposition, die kann man noch mehr optimieren. So, und wenn das jetzt zu weit vorne wäre, dann bauen wir einen anderen Lenkervorbau da ein. Ja, also hier habe ich eine hohe Last auf den Handgelenken. Aha. Also ich würde jetzt hier fast mein gesamtes Gewicht des Oberkörpers auf den Handgelenken haben. Okay, dann hat es mit dem Lenker keinen Sinn, dann probieren wir mal noch aus. Okay, gut. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir diesen Lenker daneben, diesen Ergo-Lenker von Ergotec hinmachen. Der ist recht breit, weil der Herr Frankenschwann hat sehr breite Schultern. Da beschützt also auch Frauen, gell? Ja, gerne. Seine breite Schultern, da kann man sich dann anlehnen und so. Auf jeden Fall, ja. Und er wohnt in einem einsamen Haus im Wald, wollte ich auch nur noch so. Psst. Aber nicht weiter verraten. Ja, und die Arbeit machen wir uns jetzt einfach, weil das ist dann die optimale Höhe. Position und da er ja mal um die Erde rumfahren will, ne, soll er da auch schon richtig sitzen, nicht dass er dann auch noch irgendwelche Haltungsschäden kriegt oder Beschwerde. Arthrose, ne? Die Leute kriegen dann Arthrose.
wenn sie falsch drauf sitzen. So. Also man sieht, ne, ich habe das alles jetzt mit meinem Multifunktions-Spezialwerkzeug gemacht, Erhard Mutt. Das ist ein tolles Gerät und jeder E-Bike-Kunde von uns kriegt so was Schönes. Die gibt es gar nicht so draußen irgendwo bei der Fahrradhändler. Die habe ich nämlich in Holland entdeckt, die Werkzeuge. Gut. Mal eine Kontrolle. Schön. So, ja. Da. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie Sie da damit fahren. Wie ich damit klarkomme. Wunderbar. So, Helm auf. Jetzt ein letztes Mal, hoffe ich. Gut. So, jetzt gucken wir mal das. Aha. Die leichte Beugung des Rückens nach vorne. Gucken wir dann auch. So, jetzt sieht der große Kerl da auch wirklich gut drauf aus. Mensch, Mensch, Mensch. Also das ist wirklich los. So hat es wohl über eine Stunde gedauert, diese Lenkergeschichte. Aber wenn man sieht, wie schön der jetzt drauf sitzt, guck, er lächelt ein bisschen. Toll, toll, toll. So können wir es lassen. Also, wenn sie auch so groß sind oder klein, so kleine, habe ich auch Spezialaufgaben, dann kommen sie im besten persönlich vorbei bei uns zur Abholung oder zur Probefahrt, wo wir das dann auch schon ziemlich bestimmen können, welche Lenkerposition sie brauchen. Mensch, 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 ist das gut. Die Handgelenke für mich zu entlasten ist jetzt ein Fehler. Ja, besser nicht. So, also, sehr gut. Es passt alles, gell? Das passt jetzt. Jetzt bin ich glücklich. Das sieht man auch von außen. Nicht, dass Sie glücklich sind, sondern das spürt man. Gut, wunderbar. Das war's. Herr Mott, vielen Dank. Ich fahre am besten mit dem Rad nach Hause. Nee, mach es jetzt heute nicht, es regnet so arg. Fahr es über schöne Wetter die 400 Kilometer. Okay, machen wir. Gut, also.